Die Nervosität, die macht sich in meinem Gehirn breit. Halt, wir gehen sofort in das Setup. Wir gucken gleich, wie viel wir drin haben, weil ich nehme nicht noch mal so viel Benzin mit, weil ich nicht bescheuert bin. 8 Runden reicht vollkommen aus. Wie viel Zeit haben wir jetzt eigentlich? Wir haben eine Viertelstunde oder was? Müssten wir eigentlich sofort rausfahren, ja. Viertelstunde. Wir fahren nicht raus. Auch wenn es bescheuert ist, selber rauszufahren, wegen Fehler, die man macht. Was pfeift denn hier? Gut, okay. Ich dachte, das liegt an den Kopf haben. So, das ist das Safety Car, was ich hoffe, dass es nicht im Rennen rauskommt. So, rausfahren ist natürlich einmal wichtig. Für das Rennen, dass wir es nochmal geübt haben. Heute werde ich das Rennen zwar auch nicht mehr machen. Was ich aber bald machen werde, weil ich ja im letzten Part am Ende angesprochen habe, ich mache wieder Pop-Production. Ich werde jetzt immer die Quali, also die Trainingsrunden, die Quali und das Rennen so einigermaßen im gleichen Abstand machen. Bloß heute eben nicht mal das Rennen. Dafür ist die Lust und Laune nicht ganz so da. So. Na, das werde ich wohl machen, sonst ist eigentlich alles fast eine Woche alt. Im Videomaterial. Abstand zu sämtlichen Fahrern schaffen. Wenn mit dem was passiert oder mit mir, dann ist es gut. Nicht, dass da irgendwie in nächster Zeit irgendwas passiert. Also wir wollen alle am liebsten ins Qualifying 3, ist natürlich klar. In die ersten ab auf die ersten paar Reihen. Maus, die merke ich, die hat Hunger, gibt es auch dann gleich. Wenn es bei mir ein Abendbrot gibt, gibt es bei denen auch ungefähr Abendbrot. Aber ich habe ja schon im letzten Part angesprochen, die eine muss weg, weil die andere schwanger ist. Und das muss ich mir wahrscheinlich entweder ein Weibchen zulegen. Oder was ich eigentlich am meisten machen möchte, die Kleinen ein bisschen aufziehen, um zu gucken, was da rauskommt. Weil dann kann man sich raussuchen, was hat man denn für ein Tier? Also für eine Farbe, wisst ihr? So. Und das möchte ich sehr, sehr gerne machen. Weiter ausholen ist natürlich wichtig in der Kurve. Mal gucken, wer der erste ist, der hier durchs Ziel fährt und sich das Rennen holt, beziehungsweise den ersten Punkt. Ja, Maus, es gibt dann gleich was zu essen. Wenn sie schwanger ist, haben die Mäuse bzw. das Mäuseweibchen muss mehr Eiweiß bekommen. Nach Raikon ist der erste, okay. Hat was mit der Tieraufzucht bzw. mit den kleinen Zuchtern was zu tun. P2, du bist zurzeit auf Platz 2. Und ich möchte ihm gerne ein bisschen was aufziehen. Ich will das mal probieren, mal gucken, wie es ist. Klar, von die Mäuse muss man trennen, dann das ist klar. Das hält man sonst nicht raus. Man kann sonst den Mäuse einfach mal schwimmen. Und klar, ich sage jetzt mal, wenn man Schlangenliebhaber ist oder sowas, der freut sich über Mäuse, glaube ich.
schön verfüttern, aber was ich auch vor kurzem gehört habe, lebendig zu verfüttern ist in Deutschland verboten. Wo ich mich frage, ja okay, aber wenn man so Grillen oder sowas gibt, dann das ist wieder erlaubt, die lebendig zu geben oder was? Also nicht viel zwischen Alonso und mir. Fuck, 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 ich hab mich ab... Scheiße. Dadurch, dass der Verbrennungsmotor gelb ist, habe ich mich jetzt ablenken lassen. Gemein. Ich habe mich gefragt, was da gelb ist. Ja klar, bei 50% wird der Verbrennungsmotor gelb. Also ich weiß nicht, ob ich den vielleicht wechsle. Das Rennen, nie dass er mir hochgeht. Schön wäre es, wenn auch nochmal so ein Tipp kommt, so, jo, ich will... Von Jeff so, jo, wechsel mal deinen Verbrennungsmotor, der ist bei 50% Kaputtheit oder Abnutzung. Nicht, dass er dir im Rennen hochgeht. Ich glaube bei 50%, bei den Reifen ist er bei 60-70%. Ich glaube im Rennen schaffe ich aber nicht so viel. So, eine Runde schaffe ich noch. Um schnell zu fahren. Sehr, sehr gut. Du bist auf P3 vorgefahren. Jetzt rausbeschleunigen. Oh, fuck, verkackt. Immer mal auf Mager, dann kann ich nämlich noch ihn fahren. Ich verbrauche auch den Motor nicht so doll. Ich habe auch noch nie ausprobiert, was passiert, wenn wir Bremse und Gas gleichzeitig gedrückt haben. Okay, gut. Oh, fahr weiter, fahr weiter. Ich will keine Disqualifikation bekommen. Eigentlich ist es eine schwere Entscheidung, welche Maus man weggibt. Fällt mir gerade so noch auf. Weil die weiße, also das München, ist viel... Menschen zutraulicher, sag ich jetzt mal. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Ach du Scheiße.
Ich muss sofort in die Box. Warum bin ich denn so schlecht auf immer? Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Gegen 50%, oh mein Gott. Also wir haben jetzt... Das ist das wieder Rennen erst, oder? Oder so kaputt ist. Aber mit Let's Be 4 bin ich eigentlich auch zufrieden. Ich fahre hier nochmal rein. Oh, ne, könnt ihr vergessen. Ich fahre nicht nochmal raus, das ist Pflege. So schnell. Ah, die 1-2 kam. Oh. Aber wir kommen noch ins Qualifying 3. Oh ja! Freude. Gott, der Vogel, ba, 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 ba. Das bringt eh nicht mehr, wenn ich jetzt rausfahre. Oh, die Reifen sind abgefahren. Ich hatte, glaube ich, die 9 drauf. 2 Minuten, nee, kann man vergessen. 2 Minuten, glaube ich, sind das. Ich kann es nicht ganz erkennen, mein Bildschirm ist ein bisschen kleiner. So. Gehen wir erstmal Setup. Und gucken mal an, wie die Reifen jetzt benutzt waren. Also, die sind jetzt drauf. Die wurden nicht abgenutzt und die waren. Die sind sogar noch schlechter. Zurückgegeben, zurückgegeben, zurück, zurück, zurück. Okay, also wir haben jetzt nur noch. Sogar noch. 43,4. Ja, ja, die M, die S und das war's. Gut, okay, dann gucken wir uns nochmal das allgemein so das Rennbild an hier, was die Zeiten sagen. Vierte, naja. Und das war's. Alonso ist raus, oder? Oder macht er jetzt noch mit? Ich glaube, du machst nur mit. Schade, schade, aber eine Sekunde viel, die hätte man glaube ich auch noch irgendwo rausholen können. Nächste Woche geht's weiter, Qualifying 3, kürzeres Rennen, kurzes Quali und dann sehen wir uns heute. Bis zum nächsten Mal, abonnieren natürlich nicht vergessen und ciao, ciao.